Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet, heute am 8. Januar 2023. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Da berichtet thepattayanews.com: Update: Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde teilt Fluggesellschaften mit, dass ungeimpfte Reisende ohne Impfdokumente fliegen können, sich aber bei der Ankunft testen lassen müssen. Bangkok, Thailand. Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde, kurz CAAT, hat heute Abend, dem 8. Januar 2023, nur wenige Stunden vor größeren Änderungen der Impfvorschriften nach Thailand eine dringende Mitteilung an die Fluggesellschaften gesendet, in der klargestellt wird, dass ungeimpfte Reisende oder Reisende ohne ihre Papiere fliegen können, sich aber bei der Ankunft einem Test unterziehen müssen. Diese große Änderung der Vorschriften zu Beginn dieses Wochenendes, die viele Reisende überrumpelte und im Internet für weit verbreitete Verwirrung und Wut gesorgt hat. Die Mitteilung war eine NOTAM, Notice to Airmen, die über CAAT an alle Fluggesellschaften gesendet wurde. Da die Mitteilung in letzter Minute verschickt wurde, bleiben jedoch viele Details und Fragen offen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass diejenigen, die sofort fliegen, Probleme haben und diese mit ihrer Fluggesellschaft besprechen müssen. In der Mitteilung wurde nicht klargestellt, wie die Fluggesellschaften den thailändischen Beamten mitteilen würden, dass jemand bei der Ankunft getestet werden muss, um welche Art von Test es sich handelt, ob dies auf Kosten des Reisenden geht oder was passiert, wenn jemand positiv ist. Und ob dies der Fall ist, bedeutet eine mögliche erzwungene teure Quarantäne auf ihre Kosten, auch wenn asymptomatisch. Wenn ein Reisender außerdem einen Covid-19-Test für sein Hinreiseziel machen muss, nachdem er Thailand verlassen hat, wie zum Beispiel China oder Indien, benötigt er eine Deckung von mindestens 10.000 US-Dollar. Eine Krankenversicherung ist nur erforderlich, wenn das Land, in das der Reisende nach Thailand fliegt, einen Covid-19-Test erfordert, um in ein Flugzeug einzusteigen und zu fliegen. Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und weitere Informationen werden bald von thailändischen Regierungsbeamten erwartet. Ja, mal kurz zusammengefasst, also wie gesagt, das ist jetzt hier von The Pattaya News und das ist original auf Englisch, von daher alle Angaben sowieso ohne Gewähr. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung rein, dann könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Aber so wie sich das auf jeden Fall liest, für ja, ungeimpfte Reisende bzw. Einreisende wird da jetzt wohl ein Test verlangt. Vorerst. Ich war ja heute auch schon live gewesen, da haben wir ja auch schon ein bisschen so darüber gesprochen. Und ich glaube, für Leute, die jetzt aktuell fliegen in den nächsten Tagen, ist es natürlich ein bisschen schwierig, da jetzt erstmal den Durchblick zu bewahren. Ich werde versuchen, hier regelmäßig zu berichten. Und ja, wir müssen leider erstmal jetzt abwarten, was die nächsten Tage so bringen, was die Reisenden so berichten werden und ob da nochmal weitere offizielle Statements zu kommen. Ansonsten schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war es auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.